Komm ans vordere Ende deiner Matte in Tadasana, der entspannten Berghaltung. Richte dich ganz auf und mit jedem Atemzug schaffe dir mehr Länge. Wiederhole für dich im Geiste: Ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben. Beginne mit Surya Namaskar, dem Sonnengruß. Gib dafür mit dem nächsten Atemzug die Hände vor dein Herz zusammen und wiederhole für dich: Ich grüße die Sonne. Einatmend mach dich ganz lang nach oben. Ich öffne mich, empfange Licht und Wärme. Ausatmen, neig dich nach vorne. Ich verneige mich in Respekt vor der Schöpfung. Einatmen, gib deinen rechten Fuß nach hinten. Ich öffne mein Herz der Quelle allen Lebens. Gib den linken Fuß daneben. Ich bin im Einklang mit der Erde. Komm in die Kniebrust-Stirnhaltung. Ich bin ein Teil des Ganzen. Einatmen, schieb dich in die Kobra. Ich bin voller Vertrauen, mein Herz wird weit. Schieb dich ausatmend in den herabschauenden Hund. Ich bin mit Himmel und Erde verbunden. Den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Ich löse mich von allen Anhaftungen. Den linken Fuß daneben, komm in die Vorbeuge. Ich verbeuge mich in Dankbarkeit. Einatmend richte dich auf, mach dich ganz lang. Ich freue mich auf das Leben. Und gib deine Hände wieder vor dem Herzen zusammen. Ich bin. Linke Seite, gib die Hände noch einmal vor dein Herz zusammen. Ich grüße die Sonne. Einatmend werde ganz lang nach oben. Ich öffne mich, empfange Licht und Wärme. Ausatmend, komm in die Vorbeuge. Ich verneige mich in Respekt vor der Schöpfung. Den linken Fuß nach hinten. Ich öffne mein Herz der Quelle allen Lebens. Den rechten Fuß daneben. Ich bin im Einklang mit der Erde. Komm in die Kniebrust-Stirnhaltung. Ich bin ein Teil des Ganzen. Einatmen, schieb dich in die Kobra. Ich bin voller Vertrauen, mein Herz wird weit. Ausatmen, schieb dich in den herabstaunenden Hund. Ich bin mit Himmel und Erde verbunden. Hol deinen linken Fuß nach vorn zwischen die Hände. Ich löse mich von allen Anhaftungen. Gib den rechten Fuß daneben. Ich verbeuge mich in Dankbarkeit. Einatmen, mach dich ganz lang nach oben. Ich freue mich auf das Leben. Und ausatmen, die Hände gehen zurück vor dein Herz. Ich bin. Komm von hier aus in die Stellung des Baums.
dafür dein Gewicht auf den linken Fuß und hol den rechten Fuß an deinen linken Oberschenkel. Wenn du gut stehst, gib deine Hände vor dem Herzen zusammen. Lass deinen Baum auch gern wachsen. Gib die Arme nach oben. Wiederhole für dich im Geiste: Ich bin fest mit der Erde verwurzelt. Wechsle die Seiten, gib dein Gewicht auf den rechten Fuß und gib deine linke Fußsohle an den rechten Oberschenkel. Die Hände gehen zurück ins Anjali Mudra, zunächst vor dem Herzen zusammen. Und wenn du stabil stehst, lass deinen Baum wieder wachsen, gib die Arme nach oben. Wiederhole für dich: Ich stehe ganz stabil und halte mein Gleichgewicht. Löse. Komm von hier aus in die Stellung des Kriegers, Krieger 2. Dein rechter Fuß ist vorne, der linke hinten. Richte dich gut ein in der Stellung des Kriegers. Schau über deinen rechten Arm und wiederhole für dich: Zielstrebig stelle ich mich allen Aufgaben. Streck dein rechtes Bein dann, neige dich in Trikonasana, das Dreieck. Schau gern nach oben zur linken Hand und wiederhole für dich: Ich erweitere meinen Horizont. Zieh dich mit dem Einatmen zurück in den Krieger, gib die Beine wieder zusammen. Wechsle die Seiten. Dein linker Fuß steht nun vorn, der linke Arm zeigt nach vorn und du schaust über deinen linken Arm und wiederholst für dich: Ich bin voller Zuversicht. Streck dein linkes Bein dann, neige dich wieder in das Dreieck, der rechte Arm geht nach oben und dann wiederhole für dich: Ich bin offen für neue Blickwinkel. Dich einatmen zurück in den Krieger und von hier aus zurück
In Tadasana gib deinen rechten Fuß wieder neben den linken. Und ausatmend neige dich ganz sanft in die stehende Vorbeuge. Lass dich ganz genüsslich hängen, kannst die Hände an die Ellenbogen geben und für dich wiederholen: Ich verneige mich in Demut. Setz die Hände dann neben die Füße ab, tritt zurück in den herabschauenden Hund, richte dich gut ein, du kannst die Rückseite nochmal sanft dehnen. Und dann finde deine Position. Und wiederhole für dich: Ich entwickle ein Gefühl für Gleichgewicht und Harmonie. Schieb dich mit dem nächsten Einatmen nach vorn in den Stütz. Wiederhole für dich: Ich tanke Kraft. Und ausatmend, komm auf deine Matte, schieb dich in die Kobra hinein. Wiederhole für dich: Ich öffne mein Herz allem, was kommt. Gib etwas Spannung auf die Hände, schieb dich über den Vierfüßerstand zurück in die Stellung des Kindes. Zieh vorher gern noch einmal den Rücken lang, leg die Stirn ab und gib die Arme neben den Körper nach hinten. Wiederhole für dich: Ich fühle mich ganz getragen und geborgen. Einatmend, roll dich Wirbel für Wirbel auf. Streck die Beine nach vorn aus für den Langsitz in Vorbereitung auf die sitzende Vorbeuge. Einatmend, mach dich nochmal lang nach oben und aus, neig dich nach vorn. Finde in deine Variante der sitzenden Vorbeuge. Lass gern dein Ausatmen länger sein als das Einatmen. Und wiederhole für dich: Ich lasse ganz los.
einatmend, richte dich wieder auf, setz die Hände hinter dir ab, schieb dich in das Brett, spür die Kraft und wiederhole noch einmal: Ich tanke Kraft. Ausatmend, gib dein Gesäß wieder zur Matte, richte dich noch einmal gut ein und hol dann deinen rechten Fuß über das gestreckte linke Bein. Einatmend, heb den rechten Arm, zieh dich lang aus, öffne dich zur rechten Seite, setz die Hand ab und umgreife mit dem linken Arm dein rechtes Knie, zieh dich in den Drehsitz. Wiederhole für dich: Ich bin flexibel, ohne meine Überzeugungen zu verlieren. Einatmen, komm zurück zur Mitte, mach eine kleine ausgleichende Haltung nach links und richte dich wieder auf, streck dein rechtes Bein, gib deinen linken Fuß über das gestreckte rechte Bein und einatmen, der linke Arm geht weit nach oben, ausatmen, du setzt die linke Hand ab. Du umgreifst mit dem rechten Arm dein linkes Knie, richtest dich daran ganz auf und wiederholst für dich: Ich schaue zurück auf mein Leben und bin damit in Frieden. Einatmend, komm zurück zur Mitte, zieh dich nochmal in die Länge, mach eine kleine ausgleichende Bewegung zur rechten Seite und dann komm in deine Variante des Schulterstandes, entweder im ganzen Schulterstand, dann gern mit einer gefalteten Decke unter den Schultern oder in den unterstützten Schulterstand, indem du dir ein Kissen unter das Kreuzbein legst. Sei gern achtsam mit deinem Körper. Mach das, was dir heute gut tut. Und wenn du deine Position gefunden hast, dann wiederhole für dich im Geiste: Ich bin stark und voller Energie. Ganz achtsam aus dieser Haltung wieder heraus. Stell die Füße hinter dem Gesäß auf, mach eine kleine ausgleichende Bewegung
deine Fußsohlen dann zusammen, lass die Knie nach außen fallen. Streck gerne auch die Arme zu den Seiten aus. Komm so in den liegenden Schmetterling. Und wiederhole, ich lasse alles, was ich nicht mehr brauche, los. Einatmend, gib die Knie wieder zusammen, hol sie sanft zu dir heran, mach gern sanfte, kreisende Bewegungen. Und hol dich dann an einem Knie zurück in den Sitz, richte dich gut ein, in einen Sitz deiner Wahl, in dem du ganz bequem, aber aufgerichtet sitzen kannst. Und spüre noch einmal nach, nimm wahr, wie es dir jetzt geht. Namaste. Vielen Dank, dass du mit mir Yoga gemacht hast.